Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Woloholika gelandet. Woloholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Vorab möchte ich schicken, dass dies eine Dauerwerbesendung ist. Wir betreiben Eigenwerbung für unsere handgefärbten Garne und du siehst Stricknadeln etc. pp., die man als Werbung verstehen könnten. Ich habe die Stricknadeln jedoch gekauft und mache Werbung, weil ich eben zum Stricken Stricknadeln benötige. Wir stricken heute zusammen ein paar Stulpen. Ich habe ein neues, ich nenne es mal neues Lieblingsmuster entdeckt, als ich verschiedene Muster ausprobiert habe. Und da hat mir dieses Muster für Socken und für Stulpen sehr gut gefallen. Das ist ein sogenanntes Rechts-Links-Muster, durchbrochene Rippen. Und das Schöne daran ist, dass sich das Muster, weil es ein Rippenmuster ist, für Socken und Stulpen recht gut eignet, weil es sich zusammenzieht. Ich stricke hier mit der Moin Moin Decay. Und habe vergleichbar mit einer Sechsfach-Sockenwolle, wenn du dir überlegst, was du in deinem Stash hast, und habe mit Nadeln in Größe 3,25 und 13 Maschen pro Nadel mir diese Stulpen gestrickt. Dann lass uns einmal beginnen. Wir schlagen mit einem Nadelspiel 13 Maschen pro Nadel an. Ich habe einmal schon begonnen. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ich zähle einmal nochmal nach. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Aha. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. 10, 13. Ich drücke mal einen Moment auf Pause, dann hörst du das Klappern nicht. Wenn du mit einem Nadelspiel pro Nadel 13 Maschen angeschlagen hast, das Muster geht übrigens in der Runde über 4 Maschen, dann startest du mit 3 rechts, 1 links und strickst weiter. 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 3 rechts, also 1. 2, 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 1 links. Falls du dich wunderst, dass meine Finger noch etwas bunt sind, dann liegt es daran, ich habe gestern gefärbt in der Handfärberei und so schnell geht die Farbe dann auch nicht ab. Zwei
3 rechts, 1, 1 links. Drei rechts, eins links, drei rechts, eins links, drei rechts, eins links. 3 rechts, 1 links. Jetzt zeigt sich, ob ich falsch angeschlagen habe oder das Muster falsch verteilt habe, weil ich ins Video sappel. Aber nein, es ging auf. Fokus funktioniert nicht richtig. Wir haben jetzt quasi das Muster geformt, das dann, wenn du das hier siehst, schön passend, ohne das Bündchen. Wir stricken ja zuerst dieses Bündchen mit 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, in das Muster übergeht. Ich habe es immer ganz gerne, wenn das Muster schön übergeht. Ich zeige dir dieses Muster mal anhand einer Socke. Dazu wird es auch ein Video geben, wo das Bündchen quasi in das Muster übergeht und da keine unruhige Kante entsteht. So, das Bündchen für die Stulpen geht über, das ist die Anschlagsreihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann nochmal, 2, 4, 6, 8, 9, 10, über 10 Reihen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, über 9 Reihen. Wenn du mitstricken möchtest, dann strick jetzt das kleine Bündchen über 9 Reihen und dann treffen wir uns wieder für das Muster. So, ich habe jetzt meine 9 Reihen gestrickt. Mit dem Anschlag sind es dann quasi 10 Reihen. Du kannst das Bündchen natürlich länger machen, wie du magst. Jetzt geht das weiter im Muster wie folgt. Die linken bleiben ja die linken bis zum Ende der Stulpe und in die 3 rechten. Die 3 rechten durchbrechen wir im Muster mit 1 rechts, 1 links nach oben im Wechsel. Das bedeutet, du strickst ab sofort, das Muster geht über 2 Reihen, du strickst ab sofort Reihe 1 vom Muster, 1, 2, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, weiter im Wechsel die ganze Runde. So dass du, dass die 3 rechten vom Bündchen unterbrochen werden von der linken. Hier haben wir ja 3 rechte, wobei die erste rechte auf einer Nadel davor ist. Also kommt die erste Nadel, ist eine linke. Du merkst dir einfach, du strickst 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, wenn du 13 Maschen auf der Nadel hast. Sonst geht sich das ja nicht auf. Die ganze Runde. So, jetzt sind wir auch gleich am Ende der Runde. Noch eine Nadel.
dann haben wir den runden Anfang erreicht. Die zweite Reihe vom Mustersatz, ich muss eben mal Faden holen, eine Sekunde. Die zweite Reihe vom Mustersatz ist wieder die Anfangsreihe, und zwar drei rechts, eine links. Die linke Rippe bleibt immer links durchgängig. Drei rechts. Eine links. Wir treffen uns am Ende der Runde wieder. So, Reihe 2 des Mustersatzes ist gestrickt. Jetzt beginnen wir wieder von vorne. Wie schon erwähnt, der Mustersatz geht über 4 Maschen. Du musst dann quasi, wenn du Socken oder Stulpen strickst, je nach deiner Größe, die Anzahl der Maschen, die du aufnimmst, durch 4 teilen können. In der Runde, und wenn du, und der Mustersatz geht über 2 Runden. Jetzt stricken wir wieder eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Also die ganze Runde, eins rechts, eins links, eins rechts, eins links. Ist eigentlich ganz eingängig, dieses Muster. Musst du noch viel, nicht viel überlegen. Strickt sich eigentlich auch ganz gut, weil wenn du im Kopf hast, 2 Runden, dann ist ein Mustersatz fertig. Dann strickst du, ach, noch ein Mustersatz und ach, noch ein Mustersatz. Du wirst sehen, diese Stulpen werden ruckzuck fertig sein. So, ich mache jetzt mal auf Pause, bis ich diese Runde erledigt habe. So, da bin ich wieder. Jetzt stricken wir die zweite Runde des Musters. Das entspricht wieder dem Bündchenmuster, und zwar 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links, 3 rechts, 1 links. Drei rechts, eins links, drei rechts, eins links, drei rechts, eins links, drei rechts, eins links. Wie du siehst, wachsen diese Stulpen recht schnell. Ich linse jetzt mal mit einem Auge auf die Zeitangabe. Trotz Erklärung und wer ich bin, wer die Handfärberei Woloholika ist, sind jetzt 13 Minuten vergangen. Und wir haben schon ein ganzes Stück gestrickt. Drei rechts, eine links, drei rechts und eine links. So, jetzt bin ich aus dem Bild gerutscht. So, ich, wie du siehst, ist alles schon ein ganzes Stück gewachsen. Ich stricke übrigens den Mustersatz. Jetzt greife ich mal nach einem Lineal oder einem Maßband. Wir haben quasi das Bündchen über ja, 2,5 Zentimeter gestrickt, den Mustersatz über ungefähr 12 Zentimeter und dann nochmal ein Bündchen oben dran,
Zum Abschluss auch nochmal 2,5 cm und abgekettet. Die ganzen Stulpen sind 17 cm lang. Durch dieses Abketten ist die Stulpe hier ein bisschen breiter. Vielleicht hätte ich elastisch abketten müssen, aber ich habe mir überlegt, ich trage, der Arm ist ja ein bisschen konisch, ich trage die Stulpen so, dass ich die Abkettkante quasi nach oben schiebe und die Anschlagskante unten habe. Das war meine Überlegung, geht natürlich auch andersrum. Dann hat man hier ein bisschen mehr Fingerfreiheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachstricken. Deine Gabriele von Wolleholiker.